Wir werden nicht die neuen Regeln benutzen, die ihr aus allen vorherigen Extravaganzen kennt. Was? Wie? Wieso? We tried our best, but unfortunately we cannot wait for confirmation any longer. Du willst mir das also erzählen, du kriegst keine Antwort und wirfst dein ganzes Ruling-Konzept über den Haufen, was seit einem verkackten Jahr existiert und veranstaltest dadurch ein Turnier, was komplett in die Irrelevanz fadet, weil das komplett außerhalb der Regeln ist, was normalerweise gespielt wird. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ändert nämlich relativ viel. Das macht Drytron deutlich besser. Es macht Striker in vielen Fällen einfach schlechter. Es ändert die Interaktion, die wir in den letzten anderthalb Jahren zu spielen gelernt haben. Denn diese Changes kamen letztes Jahr im April. Und jetzt sagst du einfach so, nee, diesmal nicht. Für alle, die jetzt denken so, ja, stell dir mal nicht so an, da waren ja keine großen Changes dabei. Es gab fünf Veränderungen, die das Spiel, wie das gespielt wird, grundsätzlich verändern. Die Effekte resolven, wann die resolven können, wie die aktiviert werden können, das ist auch ganz wichtig, wann was beschworen werden wird und wann nicht. Das ändert quasi auch Deckbuilding-Strategien. Ich kriege jetzt diese Nachricht hier, wenn ihr das jetzt hier seht, heute ist Freitag. Das bedeutet, morgen ist die Extravaganza. Ihr müsst euch bis heute um 21 Uhr mit eurem Deck registriert haben. Wenn ihr das jetzt erst seht, seid ihr am Arsch. Und falls ihr jetzt denkt, der Rage hier herum, ja, ist auch so, weil mich das mega ankotzt. Weil ich denke mir halt so, okay, ich weiß nicht, auf welche Confirmation die warten. Wahrscheinlich von Konami, die denen nicht gegeben haben, was ziemlich weird wäre, dass die mit denen nicht interagieren, das komplett dumm wäre. Die haben doch alle Extravaganzen vorher genauso gemacht. Warum sollte es bei der YCS jetzt mit dem Ruling her anders sein? Es ist zwar ein größeres Turnier, aber es macht doch an sich keinen Unterschied. Kommen wir jetzt zu den Changes, die ihr wissen müsst bei der YCS, damit ihr nicht Games verliert, die ihr anderweitig hättet gewinnen können. Los geht's. So, hier sind wir bei den Rulings, die wirklich am 1. April 2020 eingetreten sind. Also ein Jahr und drei verkackte Monate. Und ihr sagt, nö, wir spielen mit den anderen. Okay, aber jetzt erstmal für euch. Was ändert sich denn überhaupt? Aktivierung von Karteneffekten von Karten, die zurück ins Deck gehen oder zurück ins Extra-Deck. Bei der YCS dürft ihr diese Effekte aktivieren. Wenn ihr also einen Crusader Evermax habt und ihr removed den vom Feld, indem ihr es ins Extra-Deck zurückschickt, kann der Effekt triggern und er schickt ein Monster von euch ins Deck zurück. Das müsst ihr wissen, denn das ist halt unglaublich insane. Wenn ihr Absolute Zero auf dem Feld habt und ihr bounce die Karte, dann werden alle Karten vom Gegner zerstört. Wichtig zu wissen, der zweite Faktor, und das ist wahrscheinlich der größte, nach dem alten Ruling ist es so, vollkommen egal, wo die Karte danach landet, wenn die Aktivierungsbedingung getroffen wurde, Trigger has been met, bedeutet, dass ihr den Effekt inaktivieren könnt. Warum ist das wichtig? Es gibt Effekte, die für Kosten irgendwas machen, dann danach erst ein Effekt getriggert wird. Es gibt ein gutes Beispiel mit Drytron, das ist nämlich Benton. Ihr tributiert ihn über einen Drytron-Effekt, dann landet ihr im Friedhof als Kosten. Dann könnt ihr theoretisch mit Dedecrow die Karte banishen. Mit dem alten Regelwerk ist es aber so, dass Benton trotzdem triggert. Und das macht Drytron direkt viel besser. Das gleiche Ruling gilt übrigens auch für Shark Cannon. Das ist dieselbe Interaktion, nur halt Crow ist halt von Hand deutlich generischer, ist ja nicht nur Striker-Deck. Das heißt, das würde nicht mehr funktionieren. Ganz wichtig. So, der nächste Effekt gilt für Restrictions und das könnte tatsächlich relevant werden. Manche Karten, die die Fähigkeit haben, ein Monster zu beschwören oder irgendwas anderes zu machen, aber in diesem Spielzug darf nichts anderes passiert sein. Das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich der Transcode Talker, der sagt, in dem Spielzug, in dem du den Effekt aktivierst, darfst du nur Cybermonster beschwören. Nach dem alten Ruling ist es so, wenn ihr versucht habt, ein Monster spezial zu beschwören, was kein Cybermonster ist, dann könnt ihr den Effekt nicht aktivieren. So, das heißt für die YCS, wenn ihr in eurem Zug versucht, ein Nicht-Cybermonster spezial zu beschwören, könnt ihr Transcode Talker nicht mehr aktivieren. Das ist halt schon was anderes. Die Frage ist halt, wie häufig das auftreten wird, aber es ist wichtig zu wissen, dass das geht. Das hat noch eine Auswirkung auf das, was jetzt kommt. Es gibt Monster, die haben die Restriction, dass sie nur einmal pro Spielzug spezial beschworen werden können. Ich nehme jetzt mal als einfaches Beispiel die Striker-Monster. Die haben die Fähigkeit, die sie nur einmal pro Spielzug spezial beschwören können, damit halt nicht alles dumm loopen kann. Nach dem Alt-Ruling ist es so, du hast versucht, diese Karte zu beschwören, dann darfst du das nicht mehr, weil das mitzählt in den Summon Count. Das ist wichtig für eine andere Interaktion, da sage ich gleich noch was zu. Bitte merken, wenn die Karte gestrikt wird, darfst du keine andere Karte mit dem Namen beschwören, wenn die die Restriction hat. Du darfst diese Karte nur einmal pro Spielzug beschwören. Wichtig für Striker, das macht halt Solemn Strike deutlich besser gegen Striker. Das war vorher schon gut. Damit ist es nochmal ein bisschen besser. Die Interaktionen, die ich meine, sind zwei verschiedene. Das eine ist einmal Beckensklett von Orcus. Denn wenn ihr mit Beckensklett den Gesu targetet, Beckensklett verbannt als Kosten,
Und euer Gegner aktiviert Dedicrow. Ich nehme mal Dedicrow als Beispiel, weil es halt sehr viele Runes gibt, die Dedicrow quasi schön mit einbinden kann. Und ihr Dengirsu verbannt. Kann er sich aus dem Friedhof nicht mehr spezial beschwören. Ihr habt aber versucht, einen Dengirsu in dieser Runde spezial zu beschwören. Das bedeutet, ihr könnt keinen zweiten Dengirsu in dieser Runde spezial beschwören. Wichtig zu wissen. Das zweite Ruling, was für euch relevant ist, ist, es gibt eine Karte, die heißt Summon Limit. Die sagt, ihr dürft so viele Monster pro Spielzug beschwören. Annullierte Beschwörungen zählen dazu. Laut dem alten Ruling. Das ist also für die YCS wichtig. Ach ja, bevor ich es vergesse, lasst dem Video auf jeden Fall mal ein Like da. Wenn ihr Bock auf die Rulings habt für die YCS, let's go! Kommen wir jetzt zum letzten Effektteil. Der ist jetzt nicht ganz super relevant, dass der hier unten steht. Das Fallenmonster bei der YCS, an der ihr teilnehmen werdet. Es wird so ist, dass diese permanenten Fallenmonster eine Zauberin Fallenkartenzone belegen. Das heißt, die müssen auf jeden Fall da belegt werden. Wichtig zu wissen. Ja, und das war's quasi mit dem Ruling-Update, die jetzt für die YCS kommt, was halt komplett behämmert ist. Aber so sein wird. Das heißt, nach diesen Regeln werden wir alle spielen. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der YCS. Ich werde ihn auch haben, auch mit dem Ruling, was halt ein bisschen dumm ist vom Ruling, aber so ist es nun mal. Sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.